immer ein Computersystem sich in einer Umwelt so verhält, wie wir das als intelligent bezeichnen würden, dann spricht man von künstlicher Intelligenz. Es braucht also beides, es braucht das System und es braucht die Umwelt und es braucht diese Interaktion zwischen beiden Systemen. Im Gegensatz dazu ist Machine Learning eine Vorbedingung quasi für künstliche Intelligenz. Das ist eine Technologie, die versucht, Lernprozesse in Maschinen abzubilden. Und das heißt, grob gesagt, ich gebe ein paar Beispiele dafür, wie es richtig gemacht wird. Und die Maschine extrahiert daraus jene Fähigkeiten, die sie braucht, um hinkünftig ähnliche Aufgabenstellungen auch lösen zu können. Deep Learning ist eine Technologie, in der versucht wird, menschliches Lernen in dem Sinn noch besser nachzumachen, dass es niemanden braucht, der mir sagt, wie ich zu denken habe, sondern ich lerne wirklich nur auf Basis der Daten. Ja, KI und KI-Entwicklung. KI wird als Schlüsseltechnologie verstanden, das heißt, es werden ganz große Erwartungen in KI gesetzt. Es wird sehr viel Geld in KI-Entwicklung investiert und in Wahrheit ist es, glaube ich, so, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die wirklich sich vorstellen können, wohin das führt. Was mich als Sozialwissenschaftler interessiert, ist eben, was das mit uns als Gesellschaft macht, was das mit uns als Individuen macht. Absehbar ist, ich glaube, so viel lässt sich sagen, dass sehr viele Tätigkeiten, die jetzt in der Arbeitswelt stattfinden, ersetzt werden durch KI. Ergänzt werden durch KI, das ist jetzt schon der Fall, und dass letztlich Effizienzgewinne und Produktivitätsgewinne damit erzielt werden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn relativ viele Menschen, und es scheint eben sich um Bereiche zu handeln, die nicht klein sind, wie gehen wir damit um, wenn eben relativ viele Menschen nicht unbedingt benötigt werden in der Arbeitswelt? Wie gehen wir auch damit um, dass Produktivitätsgewinne erzielt werden? Werden die umverteilt? Verbleiben die bei den Unternehmen? Das sind also klassische Arbeitsmarktfragen, die da zu beantworten sind. Naja, also sicher im Bildungsbereich. Der Bildungsbereich, insbesondere hier an der Fachhochschule, wir bilden aus für den Arbeitsmarkt. Die Frage ist also, welche Kompetenzen müssen unsere Absolventen haben, um in Zukunft sinnvoll, reflektiert mit KI arbeiten zu können? Das ist sicher eine Bildungsaufgabe. Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass Soft Skills immer wichtiger werden. Kreativität, kritisches Denken, wie interagiere ich, wie kommuniziere ich mit Leuten, wie führe ich Gespräche, Interviews, wie entwickle ich Lösungen. Ich glaube, dazu brauchen wir gute Soft Skills und die sollten gefördert und entwickelt werden. Was die Ausbildung von zukünftigen Technikerinnen und Technikern betrifft, haben wir in Salzburg den Weg gewählt, Data Science and Analytics als ein Spezialisierungsmodul in einem Master zu verankern, der alle Voraussetzungen für das Erlernen dieser Technologien bestmöglich bereits in den Basismodulen abbildet. Die Leute kennen Programmieren, die Leute haben eine Ahnung von Mathematik und Algorithmik. Sie haben sehr viel Ahnung auch von Business Affairs und genau an dieser Schnittstelle, dem Data Understanding, dem Business Understanding, findet eben der sinnvolle Einsatz von Machine Learning und KI statt. Kurzfristig wird es vor allem die einfachen Aufgaben irgendwie treffen oder betreffen. Es ist ja, man darf es nicht zu negativ sehen, aber alles, was wiederkehrende Aufgaben sind oder einfach nur Dinge, wo ich viele Daten brauche, um zu einem Ergebnis zu kommen, das wird sehr schnell passieren. Spracherkennung wird sich sehr schnell weiterentwickeln und das sind so die Dinge, wo schnell kommen werden, ein bisschen langsamer wird es bei stark komplexen Themen gehen, bei emotionalen, empathischen Themen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, um zu reifen. Sich überhaupt dieses Themas anzunehmen, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für die Politik. Es ist ja auch nicht so, dass es eine Entwicklung ist, die vor uns steht, auf die wir uns jetzt vorbereiten und dann kommt irgendwann der Moment, ab dem es passiert und dann wird es zum Thema, sondern es ist eine schleichende Entwicklung. Die Zukunft kommt, wie man so sagt, in kleinen Schritten. Und letztlich sind wir bereits auf diesem Weg.